R-E-W-I-N-S-I-D-E. Ja, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zu dieser wunderschönen Folge von Craft Attack. Ihr hört es vielleicht an meiner Stimme, Leute. Ich bin ein wenig angeschlagen gesundheitlich. Erstmal, weil ich gestern Abend noch ziemlich lange weg war. Ich glaube, wir waren um 4:30, 5:00. Ich weiß es nicht genau. Irgendwann zu Hause. Danke auf jeden Fall an den Q-Zember an dieser Stelle, meine Freunde. Dementsprechend kommt diese Folge auch eine gute halbe Stunde bis Stunde verspätet, je nachdem, wann sie dann online ist. Ich würde aber sagen, wir fassen trotzdem mal den gestrigen Livestream ein wenig zusammen, meine Freunde. Denn was gestern wieder mal geschehen ist, ihr wisst es, Leute, es war wieder mal komplett geisteskrank. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal ganz von vorne an, Leute. Ich bin gestern hingegangen, habe Patrick erstmal aufgezählt, wie oft ich mir eigentlich schon ein Friedensangebot gemacht habe und habe ihm gesagt, Digga, Patrick, schau mal, so oft habe ich dir jetzt schon die Möglichkeit gegeben, dass wir beide endlich mal auf einen Nenner kommen, dass wir beide jetzt mal chillen, dass wir beide überhaupt keinen Stress mehr brauchen, dass wir beide das jetzt endgültig mal klären. Und Patrick hat dann darauf folgenderweise reagiert. Ich würde sagen, schaut euch einfach mal an. Wenn ich ganz kurz sagen darf, Patrick, wie oft habe ich dir versucht, diesen Frieden anzubieten? Lass uns das mal ganz kurz überlegen, Patrick. Wie oft war das? Wie einmal. Oft? Einmal? Patrick, wie oft habe ich dir verziehen für Sachen, die viel zu weit gingen? Nochmal ganz kurz, ich bin auch nie ausgerastet oder warte, so. Warte, für was hast du mir verziehen? Sag ganz kurz. Habe ich dir auch verziehen. Was denn? Für die was? Für die Brücke habe ich dir verziehen. Okay, gut. Und was habe ich noch gemacht? Ja, noch nichts. Aber letzte Staffel habe ich auch immer verziehen. Easy. Okay, Patrick, willst du jetzt alte Kamellen ausgraben? Pass mal auf, mein Freund. Patrick, hey! Alter. Patrick, ich habe dir oft genug gesagt, dass es so nicht weitergeht, okay, Patrick? Und du musst verstehen, dass ich das so nicht weiter tolerieren werde, okay? Ja, wenn du jetzt das machst, ne? Was dann? Ich Patrick, schwöre, du lebst Patrick, nicht glücklich, ne? Patrick, hör mir zu. Ich habe das den Leuten noch gesagt. Du weißt ganz genau, dass wir momentan von einem Gleichgewicht sprechen sollten eigentlich. Und weißt du, wie das Gleichgewicht momentan aussieht? Und du hast meinen Bogen auch kaputt gemacht, der Junge. Patrick, kannst du jetzt erstmal bitte, ganz wichtig, was wir alle nicht vergessen dürfen. Revi hat nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht, Patrick. Ich habe nichts gemacht. Das hast du sogar unterschrieben im Vertrag. Ja. Patrick, also ihr habt es gesehen, Leute, Patrick hatte überhaupt kein Interesse daran, Frieden zu schließen. Er hat immer weiter provoziert, er hat immer weiter Beleidigungen rausgehauen und so weiter und so fort. By the way, werden die nächsten Parts, die jetzt kommen, komplett aus herausgepiepsten Wörtern bestehen, weil alles nur komplett eskaliert ist auf Patricks Seite. Patrick ist dann irgendwann sogar hingegangen, Leute, und hat dann Herrn Newstime ins Spiel gebracht, als ich dann gesagt habe, ja, Patrick, aber siehst mal so, wenn ich jetzt ein Haus sprenge, wird Herr Newstime über dich berichten, Leute. Und ihr wisst ganz genau, warum ich sein Haus sprenge, weil ich Patrick eine Lehre erteilen wollte. Und genau das musste passieren. Und genau so ging es auch nicht anders. Aber Patrick ist dann einfach mal hingegangen, hat Herr Newstime ins Spiel gebracht und schaut einfach mal, was Patrick über Herr Newstime gesagt hat. Wir kommen gleich zu dir hoch und du kriegst eine Strafe dafür, nein, was du gemacht hast. Nein, du kommst hier nicht in meinen Junge, Digga, weißt du, wie aufwendig diese Drecksdächer sind, Alter, meiner Keum, Alter. Fabian, danke fürs Support, willkommen im Squad, vielen Dank fürs Support, Bruder. Patrick, ich wurde von dir beklaut, du hast alles bei mir kaputt gemacht, du hast immer wieder reingetrollt, du musst es jetzt einfach mal fressen, Patrick. Du hast bis jetzt noch nicht auf die Fresse bekommen, das hast du jetzt verdient. Punkt. Patrick, pass mal auf, erstmal denk daran, oh, danke, Early Boy. Ah, wir haben jetzt nochmal ein bisschen TNT gerade bekommen, sehr schön. Was für TNT, Junge? Ist das echt das, was ich jetzt denke? Patrick, Digga, Patrick, des Weiteren, sei froh, Herr Newstime wird wieder über dich berichten. Also. Digga, was ist denn Newstime, Alter? Ich f**k den Newstime, Alter. Du f**kst den Newstime? Sascha. Das kannst du jetzt nicht raushauen, was? Ernsthaft. Vor allem jetzt was? Hier nicht im Stream. Du kannst doch, nicht sagen, dass du den Newstime f**kst. Alter, das gibt morgen eine Sondermeldung. Krass, oder Leute? Also ganz ehrlich, Herr Newstime, wenn ich das jetzt gehört hätte, ich würde da schon was, also, ich meine, das ist deine Sache, Gottes Willen, ne? Aber ich würde das nicht auf mir sitzen lassen. Also ich würde da schon jetzt mal einen Double-Upload für raushauen, Digga. Ganz, ganz wichtig auf jeden Fall an dieser Stelle. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ich bin da nochmal hingegangen, habe mit Patrick versucht, ein wenig zu verhandeln und habe gesagt, Digga, Patrick, pass mal auf. Du kannst das Ganze jetzt abwenden, du kannst das Ganze sogar ein wenig runterhandeln. Ich mache dir ein Angebot, Patrick, was du nicht ablehnen kannst. Wir beide kriegen es irgendwie hin, dass du nicht zu viel leiden musst, nur dass ich dir deine Strafe erteilen kann und es keinen Grund dafür gibt, dass zu viel gesprengt wird. Und Patrick hat darauf einfach überhaupt nicht reagiert. Er hat immer weiter provoziert. Ihm war es komplett egal, Leute, was passiert. Ich glaube, Patrick wollte sogar tief innerlich, dass ich sprenge. Zumindest hatte ich das Gefühl. Und ich würde sagen, schaut euch einfach das Ganze selber mal an. Patrick, du kannst das gerade alles noch ausbügeln. Du könntest gerade vielleicht sogar runterhandeln. Nein, ich will nicht runterhandeln. Warum? Weil ich Ehre hab. Ich bin ein Steinzeitmensch. Ich Maul, Alter. Hab Ehre. Gut, was? Patrick, es ist besiegelt. Du bist... Junge, Revi, du Stück Sch***, Alter! Oh Gott, oh was? Gott, oh Gott! Junge, Revi, du Dreck... Junge Mann, Alter! Was soll das, Alter? Oh! Mann, Alter! Junge, ich hab meine Tasse durch den Kopf gemacht. Ich hasse dich, Mann, Alter! Ja, ihr habt's gesehen, Leute. Die erste Sprengung wurde dann vollzogen. Patrick ist komplett ausgerastet. Ich habe noch nie einen Menschen so
sehr ausrasten sehen, Leute. Und ich meine, ey, ihr kennt mich, ich raste auch gerne aus. Oder Simon Unge und sowas. Wir schreien uns auch des Todes an, Leute. Aber das, ja, also dass jemand eine Tastatur kaputt macht, das würde ich natürlich niemals machen, Leute. Und nee, jetzt mal Spaß beiseite. Also es war schon ziemlich krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war echt ein bisschen erschrocken darüber, wie Pat Oetter gestern Abend abgegangen ist. Aber ich meine, auf der einen Seite kann ich es verstehen, auf der anderen Seite, Leute, ist das komplett legitim gewesen, was wir da gemacht haben. Denn wie gesagt, Patrick hatte diese Strafe einfach zu akzeptieren und hat es auch irgendwo verdient, Leute. Das wisst ihr alle ganz genau. Ja, meine Freunde, dann ging es weiter natürlich. Patrick ist dann irgendwann komplett eskaliert, anstatt dann einfach zu sagen, okay, wir haben jetzt hier unseren Deal gefunden, wir beide sind jetzt quitt, wir machen jetzt einfach Frieden und gut ist. Nein, Leute, Patrick, wie er natürlich ist, musste natürlich weiter provozieren, ist dann hingegangen, hat mein komplettes Haus angezündet, Leute. Und es war eine Millisekunde davor, komplett runterzubrennen und ich würde sagen, schaut euch das einfach mal an, wie knapp das war. Zündet wieder an, jetzt zündet wieder an. So, Patrick, jetzt rein. Rum. Ja, reparier doch, was du kaputt gemacht hast. Ja, bring ihn um. Du Ehrenloser! Das so, ne? Mutter! Du Bastard, Alter! Deine Mutter! So. Ich hab keinen Bock mehr auf dieses Projekt! Oh, hier brennt alles! Hier brennt alles! Mein Haus brennt ab, du Sohn! Alles brennt! Mein Haus brennt ab, du löschen, keine Löschen! Löscht so schnell ihr könnt! Oben, hoch! Hast du Wasser einmal dabei? Mein Haus brennt ab, du kleine Gut, Patrick, jetzt leidest du brutal. Ja, Leute, ihr habt's gesehen, das war wirklich echt, wenn Kevin und ich da nicht reagiert hätten, ey, dann wäre das komplett runtergebrannt, das ganze Haus, und dann wäre ich nie wieder glücklich geworden, dieses Projekt. Ich hätte bei Patrick einfach alles kaputt gemacht und, ich glaube, Mo braucht wirklich Hilfe, Leute. Ich glaube, Mo braucht wirklich Hilfe. Das, ja gut, okay. Wie dem auch sei, natürlich ist das nicht das Ende der Geschichte gewesen, denn dann, Leute, ging es nochmals weiter. Und was dann geschehen ist, was soll ich sagen, da habe ich tatsächlich nichts mit zu tun gehabt. Das war dann letztendlich der Fehler von Early Boy. Oh mein Gott, wie viele Iron Golems sind da unten eigentlich? Ich überlege die ganze Zeit, soll ich daraus eine Iron Golem Farm bauen oder nicht, Leute? Es würde sich eigentlich rentieren, wie ihr sehen könnt. Naja, wie dem auch sei, Early Boy ist dann hingegangen, hat sich ins Game ein bisschen eingemischt und hat mir dann folgendes im Chat geschrieben. Ah, ich würde sagen, schaut euch einfach mal selber an und achtet einfach mal darauf, was Early Boy im Chat geschrieben hat. Wie hast du deinen Vertrag? Lecker, ne? Schmeckt diese Bürokratie. Patrick. Geil, ne? Wenn du deine Sachen zurückhaben willst, hättest du jetzt einfach besser gesagt, okay, ich gehe hin. Ich fahre mir die neu einfach. Ist für mich kein Problem. Ja, dann mach ich die auch kaputt. Kevin, mach die kaputt. Du bist der größte überhaupt. Ja, dann bin ich der größte. Okay. Ich schwöre, ne, wenn jetzt was hochgeht, ne? Dann bin ich der größte. Okay, was ist kaputt gegangen? Alter, wer war das jetzt von euch? Ihr war das. Ihr Hurensöhne! Ey, jetzt reicht's. Söhne einer Drecksmutter, Alter. Was soll das, Mann? Das reicht jetzt. Ey! Ey, was geht denn ab, Mann? Geil. Mach jetzt, mal ey, jetzt reicht's, wirklich. Warte. Mach die kaputt. Ey, das ist jetzt zu krass. Was jetzt hier? Gut gemacht. Wer war das von euch? Gesteht oder Junge, Pussy, Alter? Ich war die ganze Zeit unten. Du kannst meinen Stream oder gucken. Ihr habt mal eines Schmetterlings. Ey! So, Mann! Ich wollte gerade das TNT abbauen. Patrick, Mann. Ich wollte es gerade abbauen gehen, Mann. Chill mal. Ich will dir helfen, du Trottel, Mann. Ah, Junge! Ey, das ging jetzt wirklich zu weit. Wer von euch war das jetzt? Hallo, was geht denn bei euch ab, Mann? Komm gleich mal wieder rüber. Ey, wer von euch war das? Jetzt mal Real Rap. Patrick, du kannst meine Zuschauer schreiben, fragen. Ich glaub dir, dass du das nicht warst, aber wer von dem das Sünder? Ich weiß ich es nicht. Ich bin die ganze Zeit hier unterm Haus. Kevin. Ey, ohne Witz, ich hab mein ganzes TNT Revi gegeben. Ich kann gar kein TNT mehr zünden. Ich hab nicht mal mehr welche. Ey, Patrick, das tut mir gerade wirklich leid. Ist ja okay, aber wer war das von euch jetzt? Ja, Kevin und ich waren's nicht. Early Boy, warst du's? Ich bin gerade auf dem Rückweg über den Nether. Ich komm gerade zu euch. Wir gucken, was abgeht. Also bei mir schreibt im Chat alle Early Boy. Gönn dir, Bruder. Wieso denn ich schon wieder? Jetzt schieben wir mal auf mich. Gönn dir, wenigstens hast du einen Titel für morgen. Gönn dir, Bruder. Geil, ja, danke. Ich hab den Titel für morgen. Ich farbe ganze Arbeit für Emeralds. Genau, das ist ein geiler Titel. Sehr geil, Alter. Gut gemacht. Alter, das Ganze. Boah, Patrick. Ja, ist okay, geh runter jetzt. Ey, Patrick, nein, warte. Oh, ich hab... Patrick, komm mal mit runter, ich geb dir die Sachen wieder, komm her. Ich geb dir erstmal deine Sachen wieder hier. Oh, davon wird sich das Haus automatisch in Zeitraffer aufbauen. Chill jetzt, okay, Patrick, ich komm jetzt hoch, warte. Das war jetzt zu krass. Weißt du, das kleine bisschen, was ich gemacht habe, dachte ich, hätte sich easy reparieren lassen. Ja, bitte. Wenn du oder Early über das war. Und wenn ich morgen in eurem Video. Wenn du morgen in deinem Video teaserst, ich springe Patricks Haus, ich schwöre, ich deinen Ballon weg, Alter. Ihr habt's gesehen, Leute. Patricks Haus ist ein zweites Mal in die Luft geflogen und diesmal steckt tatsächlich Early Boy dahinter. Der versucht dann das Ganze dann irgendwem anders in die Schuhe zu schieben und so weiter und so fort, Leute. Das fand ich persönlich auch viel, viel zu krass. Also das war wirklich viel, viel zu heftig, Leute. Ich meine, Patrick hat sein komplettes Haus verloren und da hat dann für mich auch irgendwann der Spaß aufgehört. Und ich habe gesagt, ey Digga, Patrick, wir gehen jetzt wieder hin. Wir bauen alles gemeinsam wieder bei dir auf. Viele in meinem Chat haben gesagt, ja, Revi, er hat's auch verdient. Wieso baust du das alles wieder neu auf? Ich bin ganz ehrlich, Leute, ich wollte Patrick eine Lektion erteilen, aber ich wollte nicht, dass Patrick alles verliert, was er sich innerhalb dieser ganzen Zeit aufgebaut hat.
Und genau das ist dann gestern durch die Sprengung von Earlywell geschehen, Leute. Deshalb und nur deshalb habe ich mich damit Petra dann endlich dann doch besonnen und wir haben einen Frieden geschlossen, meine Freunde, der jetzt erstmal zeitweise anhält. Wir haben gesagt, okay, Digga, wir brauchen jetzt wirklich echt mal ein bisschen Ruhe für uns. Wir müssen jetzt mal ein bisschen chillen, weil es kann und darf so nicht weitergehen. Denn alles andere, Leute, hätte dazu geführt, dass die komplette Stadt wahrscheinlich zerstört geworden wäre. Und das wollen wir natürlich verhindern. In diesem Sinne haben wir uns dann darauf besonnen, haben gesagt, okay, Jungs, wir müssen jetzt wirklich mal runterkommen. Wir müssen mal chillen. Petra, das ist ganz wichtig, dass wir beide uns jetzt mal ein bisschen aussprechen, dass wir hingehen und unsere Fronten abklären und vor allen Dingen einfach mal hingehen und uns ein wenig entspannen. Denn die Lage war gestern so dermaßen angespannt, Leute. Und ich meine, wie gesagt, ich kann Petra da vollkommen verstehen. Es war echt keine schöne Zeit für ihn. Es war wirklich echt too much. Und ich muss mich auch nochmal an meiner Stelle ein bisschen entschuldigen, Leute. Aber ihr habt gesehen, es hat auf jeden Fall gewirkt. Petra hat jetzt letztendlich eingesehen, dass wir nur zusammen können und nicht gegeneinander. Der Frieden ist jetzt damit beschlossen, Leute. Dieser Frieden wird erstmal anhalten. Für den Donnerstag-Livestream gibt es aber dann natürlich noch eine andere Sache zu klären, denn Earlywell versucht diesen Frieden zu stören, meine Freunde. Ich denke mal, dass wir uns dann Donnerstag dann um 19.30 Uhr um Earlywell erstmal kümmern müssen und vor allen Dingen erstmal hingehen müssen und schauen, auf welcher Seite steht der eigentlich. Denn Earlywell ist gestern konstant hingegangen, hat immer wieder versucht, Öl ins Feuer zu gießen, hat immer wieder versucht, uns beide gegeneinander auszuspielen und immer weiter das Ganze schlimmer zu machen, Leute. Dementsprechend werden wir jetzt dann wahrscheinlich Patrick und ich gemeinsam dann am Donnerstag jetzt mal gegen Earlywell ein wenig verbünden. Ich habe ebenso noch weiter angefangen, meine Freunde, in meinem Haus weiterzubauen. Pass mal auf, ich zeige euch das mal ganz kurz. Ich bin nämlich runtergegangen, habe meine Batcave angefangen. Da muss ich mal ganz ehrlich sein, ich weiß noch nicht genau, ob ich dafür überhaupt genug Platz habe, aber ich bin auf jeden Fall gerade dran. Ich denke mal, dass das noch nicht ausreicht, Leute, aber ihr seht es hier gerade schon. Ich habe auf jeden Fall mal ordentlich was ausgehöhlt hier im Berg. Hier kommt eine komplette Höhle rein. Das ist natürlich noch nicht alles. Das muss viel, 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 viel größer sein, Leute. Ich glaube sogar, dass ich den Berg vergrößern werde, damit meine komplette Batcave hier reinpasst. Das kommt auf jeden Fall auch die Tage alles noch. Also seid auf jeden Fall darauf gespannt. Des Weiteren werden wir natürlich hingehen, bald mit dem Yachtbau anfangen und so weiter und so fort. Also es geht auf jeden Fall hier stetig voran, Leute. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, smasht hier auf jeden Fall wieder ein Like-Button nach oben, meine Freunde. Ich würde mich sehr darüber freuen. Das war's von diesem wunderschönen Video. Macht's gut. Wir sehen uns heute Abend um 19.30 Uhr bei einem weiteren Video. Haut rein und dann am Donnerstag um 19.30 Uhr beim Livestream auf Twitch. Macht's gut. Ciao, ciao.